Ich glaube tatsächlich, das geht. Ich habe jetzt. War das der richtige Spielstand? Das war der richtige Spielstand. Mal kurz. Wenn er manchmal einfach nicht hochspringen will. Ich hasse es. Jetzt machen wir es richtig. Komm. Ich muss mir nach links ziehen dabei, aber er zieht so hart nach rechts, mein Bobby Car. Mein NPC zieht, mein NPC. Mein Charakter zieht so weit nach links. Zu weit nach rechts, mein. Ach, in die Richtung, die er halt zieht. Ich glaube, es geht irgendwie sogar. Ich müsste halt sofort wieder springen, oder so müsste ich in der richtigen Position sein, und das ist nicht so einfach. Ich will da jetzt aber rüber. Spring doch! Warte mal, gibt es da hinten vielleicht noch einen Weg, wo ich rüber könnte? Mal kurz gucken, ich müsste da hoch, wo die Bäume sind. Schauen wir mal kurz. Da ein Weg hoch. Bei Xardas, oh Gott. Da müsste ich aber die ganzen Penner bei Xardas killen. Nee, muss ich nicht, ich muss dran vorbeilaufen. Problem ist, jetzt muss ich erstmal zu Xardas kommen. Also es ist einem alten Turm. Also der alte neue Turm, nicht der alte Turm. Da komme ich nicht an den ganzen Viechern vorbei. Das ist hier eindeutig zu viel. Ich würde mal aufhören, hier mich 200 Kilometer durch die Gegend zu schleudern. Könnte mal. Nein, ich komme hier nicht vorbei. Aber ich bin mir sicher, dass man da nicht hoch muss. Moment. Doch, kriegst du eine Teleportrune. Das, was du machst, ist komplett für den Arsch. Ich muss erst laufen und dann springen. Das ist aber bei kurzen Wegen immer so ein bisschen problematisch. Auch da. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie geht. Es will nur nicht. Wenn ich jetzt Ahnung vom Glitchen hätte in Gotik, ich darf nicht nach links steuern auf jeden Fall, dann kill ich die Bewegung. Geht nicht. Habe ich schon einen von den Viechern gekillt? Glaube, die Antwort ist ja, habe ich. Stimmt, habe ich vorhin, der hat mich verfolgt. Okay, das will ich. Ich will da jetzt aber hoch. Ich bin ziemlich sicher, man kommt da hoch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das nicht muss. Aber da liegt Zeug. Habe ich was vergessen? Offensichtlich. Oder einfach nie herausgefunden. Okay, die regulären Snapper sind ja machbar. Der da ist das Problem. Man sieht, glaube ich, warum. Die Suchenden werden wahrscheinlich auch kein Problem. Warum habe ich da den? Warum war ich noch nicht früher in diesem Turm? Nutzen wir die Tatsache aus, dass uns die Snapper 200 Jahre folgen? Okay, ich muss ihn nur perfekt töten. So sieht das schon mal nicht aus, wenn ich ihn perfekt töte. Okay, der andere geht nach Hause. Das finde ich gut.
das war jetzt zu lang gewartet. Beim ersten lange warten oder nach kürzer? Okay. Ja, so geht's. Das merken wir uns jetzt. Erst lange warten, dann kürzer und drauf. Und dann vergessen wir es wieder. Hallo, Snapper. Das war jetzt aber nur ein Teil der Probleme, die ich habe. Komme ich an denen vorbei? Ja. Ihr werdet mich jetzt noch 200 Jahre verfolgen, aber ich komme vorbei. Dann muss ich da hoch und gleich links. Und nebenbei an den Suchenden vorbei. Das ist ganz wichtig. Oder bekomme ich die Suchenden tot? Das beantwortet diese Frage. Gut, also hoch und dann gleich links. Da, wo der Suchende steht und mich töten will. Ich sag jetzt nicht, ich muss. Das ist jetzt vielleicht etwas ungünstig. Also, vielleicht. Ist das hier ganz große Verarsche? Ich könnte die Zauber, glaube ich, nicht unbegrenzt oft machen, oder? Weil ich glaube, ein Standardzauber schon. Ein Kampf stinkt. Und alles von denen tötet mich sofort. Leck mich doch, ich muss da. Aber hier geht es auf jeden Fall auch nicht so hoch, wie ich mir das vorgestellt habe. Geht es hier überhaupt irgendwo hoch? Ich glaube, ich komme hier nicht hoch genug. Ah, doch, da komme ich hoch. Ja, easy. Ja, gut, die Luftfliegen werden mich jetzt hoffentlich nicht töten. Easy. Töten wir dann noch die Blutfliege, bevor sie mir in den Rücken fällt und die gesamte Vernichtungskraft. Ist da oben zufällig ein Drache? Nee, oder? Da ist so eine Plattform, aber ich glaube, da passt kein Drache drauf. Wo war denn der? Das sieht so ein bisschen aus, als sollte man hier lang. Ich bin schon bis so weit gekommen. Ich lasse mich doch jetzt nicht von so einem beschissenen Stück Felsen aufhalten. Der kann mich auch nicht aufhalten. So. Leute. Sucht euch Hobbys. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier nicht lang muss. Passt schon, passt schon. Wo gehst du überhaupt in diese Sackgasse? Da gehst du auch irgendwo hin, oder? Spiel? Lass mich da hoch. Danke. Hallo? Ich sagte, ich will da hoch. Will da hochspielen? Danke. Oder musste man da lang? Nee, ne? Nee, oder? Verwirrung macht sich in meinem Kopf breit.
kann mich jederzeit wegteleportieren. Was ist da unten noch? Ich kann mich jeder... Was war das nur der Wind? Ich dachte schon... Da kommt jetzt irgendein Vieh. Was ist denn da noch? Jetzt sieht man meine Armbrust. Nee, das ist nur eine Grafik. Okay. Vermutlich ist es ein total bekannter Ort. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Was ist denn da unten? Wo bin ich denn aktuell? Mach mal die Karte auf. Kann man die nicht mit M öffnen? Ich bin aktuell definitiv nicht mehr da, wo ich sein sollte. Ich bin mir sehr sicher, man sollte hier nicht hin. Ach, das ist ein Baumstumpf. Denke mir schon, was sieht denn da so komisch aus? So. Scheiß auf Drachen, ich verlasse das Minental. Ciao. Ich glaube, da hinten kann man wirklich runterspringen. Das ist... Wahrscheinlich kennen das alle, nur ich nicht. Ich kann mich halt wirklich nicht erinnern, da jemals hochgegangen zu sein. Obwohl das tatsächlich offensichtlich ist, dass man da hoch kann. Also das war jetzt wirklich kein schwer herauszufindendes Geheimnis. Vielleicht erinnere ich mich einfach nicht mehr dran. Was haben wir denn da noch? Ich glaube, da endet das Minental. Endet das? Erstaunlicherweise endet da nicht das Minental. Mal kurz. M funktioniert. Ja, ich glaube, hier sollte man nicht sein. Vielleicht liegt hier noch was. Im Fall, dass es jemand hierher schafft, nein? Nee. Ist da nicht dann irgendwo gleich der Dingsbums? Ne, dann müsste ich noch ein Stück weiterlaufen, dann komme ich zum Drachen. Also zum Eisdrachen. Der überraschenderweise beim Eis ist. Ich weiß, das habe ich jetzt gespoilert. Konnte man sich nicht selbst erschließen. Wo bin ich hier? Hier bin ich. Ist das unten ein Grafikfehler? Ich glaube, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Also hier muss irgendwo der Luftdrache sein. Es ist nämlich sehr hoch. Gibt es einen Luftdrachen? Ich weiß gar nicht. Ja, easy. Ich sehe den Grund schon nicht mehr, so hoch bin ich. Sichtweite 300% ist einfach nicht genug. Das ist einfach nicht genug. So, ich gehe einfach mal weiter und guck, was passiert. Ich meine, irgendwo muss die Welt ja mal aufhören. Das sieht nach Ende der Welt aus. Warum ist das überhaupt noch da? Ich meine, das sieht man doch vom Spiel aus gar nicht mehr, oder? Gibt es eine Sequenz, wo das gebraucht wurde? Ja, da ist die Welt auf. Und tschüss. Yay! Oh, ich bin gestorben. Bin ich irgendwo aufgeschlagen? Fall ich noch? Nee, ich falle nicht mehr, ne? Nee, ich lieg tot auf. Moment, wo liege ich denn da? Ich liege tot außerhalb der Welt rum. Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich habe erfolgreich einen Weg gefunden, aus dem Spiel zu fallen. Da wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte die Welt gar nicht verlassen. Ich wollte nur einen bestimmten Teil der Welt betreten. Ich glaube, ich auch nicht betreten sollen können tun.
Aber ich gehe jetzt einfach mal hoch und wenn ich hochkomme, weil da lag Zeug, also muss man da ja irgendwie hinkommen sollen, tun, möchten. Jetzt komme ich da nicht hoch. Was ist denn das für Unsinn? Geht's denn da hoch? Nee, ist auch zu schräg. Ach, leck mich doch. Jetzt muss ich da noch einen Weg rumsuchen. Also da lag Zeug, ich hab's gesehen. Aber es gibt keinen Weg dahin, weil... Ich habe irgendwas wirklich Wichtiges vergessen. Weil ich möchte ja praktisch... Da, wo Milton war. Aber... Moment, wieso ist denn... Nee, da ist... Da gibt's doch keinen Weg drumherum. Was? Moment. Ist da ein Weg drumherum? Ich überlege gerade. Nee, die Brücke ist eingestürzt und außen... Moment. Moment, ich muss mal was gucken gehen. Da gibt's doch keinen Weg drum herum. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Ich bin mir sehr sicher, da gibt's keinen Weg drum herum. Sollen der auch lang gehen? Oder? Moment. Bevor ich jetzt 2 Stunden lang irgendwo einen Weg suche, der total offensichtlich ist. Bom, bom, bom. Weg drum rum. Oh, tatsächlich. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Nee, warte, das führt nicht drum rum, das. Oh. Was macht das? Ja, ich weiß, ich cheate und so. Hey, warum steht der da? Nee. Nee, warte mal. Nee, da gibt's keinen Weg drumherum. Du kommst da nicht mehr drauf, oder? Doch. Ach stimmt, da ging's ja noch ganz da außen rum. Junge, bin ich dumm. Junge, bin ich dumm. Okay, gehen wir woanders hin. Lassen wir den Scheiß. Ach so, abgeschalten? Jetzt ist er auf jeden Fall wieder abgeschalten. Ja. Ich habe den Weg ganz außen rum vergessen. Ich habe das letztens schon ein bisschen her wieder, es gespielt und bin da wahrscheinlich 2000 Mal lang gelaufen, weil ich aus irgendeinem Grund, weil ich im ersten Kapitel nicht raus konnte, weil ich jemanden getötet habe. Grimm war das, den kannst du normalerweise im Spiel töten. Aber mit der Mod ging das nicht. Deswegen, und das wusste ich nicht. Ich war zuvor noch eine Lösung suchen, habe ich irgendwie aus Langeweile. Ich erst dachte, es liegt an Wein, es lag nicht an Wein. Hat alles abgeschlachtet im ersten Kapitel und dann war ich im zweiten und hatte keine Lust mehr, weil... Möglicherweise hatte ich alles maximal getötet, was man töten konnte, und das Auge Innos habe ich aber noch nicht benutzt, oder? Nee. Und ja, auf jeden Fall. Nun, wie soll ich sagen? Vielleicht war das Spiel etwas langweilig, wenn du im ersten Kapitel alles tötest. Und ja, man kann im ersten Kapitel alles töten in Codex 1. Also. Alles, was nicht unverwundbar ist und alles, wo man rankommt.
Die restlichen Sachen wären natürlich ein bisschen schwierig, weil man kommt halt nicht ran.